durchs Handy herumzuspielen. Ja! Also manchmal nerven sie wirklich. Oh Gott, was machen Sie denn hier? Bitte sagen Sie meinen Eltern nicht, dass ich hier bin. Die sind heute vielleicht gut aufgelegt. Dabei haben sie sich doch immer recht gut verstanden. Naja, meistens wenigstens. Wenn Sie schon einmal hier sind, dann könnte ich Ihnen doch die Geschichte meiner Eltern erzählen. Mein Zimmer kann ich ja später zusammenräumen. Ich denke, ich erzähle und dazwischen machen wir zwei Pausen von circa 15 Minuten, damit Sie sich etwas stärken können und ich ein paar SMS schreiben kann. Ach ja, im Buffet dürfen Sie nicht rauchen, nur in der Sektbar und im Vorraum. Rauchen finde ich sowieso nicht cool. Ach ja, ich bitte Sie jetzt, Ihre Handys auszuschalten. Ich zwinge mich auch dazu, aber ich mache es natürlich für Sie. Hier sehen Sie die Geschichte meiner Eltern. Mich ruhig hineinlassen. Ich gehöre doch quasi zur Familie, auch wenn ich schon 5 Jahre nicht mehr hier war. Wo sind denn nun endlich die beiden? Ja, die zwei kommen erst zum Essen. Das kann um 8 sein, das kann aber auch erst um 9 sein. Glauben Sie, dass ich warten soll? Ich denke schon, weil wir essen jetzt alle um 7. Tatsächlich? Hat sich das so geändert? Also wenn ich dann früher denke... Ja, früher. Der gnädige Herr ist auch ein anderer geworden. Unglaublich. Also nie im Leben hätte ich mir gedacht, dass sich der so ändern kann. Die Wohnung, die Möbel haben sie auch umgestellt. Tja, eigentlich schade. Früher hat es mir viel besser gefallen. Jo. Ja. Ich werde also warten, ja? Ich denke schon, aber und wen soll ich möten, wenn die gnädige Frau kommt? Ach so, Sie kennen mich ja nicht. Gehören Sie zur Familie? Nein, ich bin nur als Dienstmadel. Ich heiße Daniela. Ich war vor 4 Jahren schon da und jetzt bin ich wieder da. Dann haben Sie sicher von mir gehört. Ich bin doch Brigitte Belli, die Freundin, die nach Rom geheiratet hat. Tut mir leid. Schöne Freundschaft, aus den Augen, aus dem Sinn. Ha, die Tür zum Arbeitszimmer, das ist sicher der gnädige Herr. Soll ich Sie melden? Oh ja, bitte. Oder nein, warten Sie. Ich glaube, ich möchte ihn überraschen. Ach, ich freue mich ja schon so auf den guten alten Heinz. Heinz? Hallo, wer bin ich? Wie bitte? Oh, Verzeihung, ich dachte, Sie sind der Hausherr. Aber Sie haben doch gesagt, dass das der Hausherr ist. Das ist der Hausherr. Ja, aber wieso? Ja, ich bin der Hausherr, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe auch nicht, ich bin doch hier richtig, in der Parkstraße 10. Ja. Bei Herrn Dr. Heinz Bertram. Der wohnt schon seit 1,5 Jahren nicht mehr hier. Oh, dann tut es mir leid. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Gute Nacht. Brigitte? Lien! Brigitte! Lien! Ciao, Bella, wie geht's dir? Gut. Du kennst die Dame? Aber ja, das ist Brigitte, meine Freundin, von der ich dir schon so viel erzählt habe. Oh, seit wann bist du denn in Wien? Oh, seit 2 Stunden. Und stell dir vor, ich wäre diesem Herrn schon fast um den Hals gefallen, weil ich dachte, es sei Heinz. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht. Darf ich vorstellen? Dr. Oskar Clement. Sehr erfreut. Mein Mann. Was? Ich hab's der gnädigen Frau eh gesagt, dass der gnädige Herr ein anderer geworden ist. Ja, was ist mit Heinz? Seid ihr etwa geschieden? Ja, natürlich sind wir geschieden. Oder glaubst du, dass ich 2 Männer habe? Also ich war nicht der Scheidungsgrund, wie ich bemerken möchte. Lillian und ich kannten uns damals noch gar nicht. Ist das so wichtig? Ja, schon. Deine Freundin könnte ja sonst meinen, dass wir schon vor der Ehe... Ja, du weißt doch, wie das heute häufiger so der Fall ist. Aber ich kenne doch meine gute alte Lil. Naja, und Sie sehen mir auch nicht gerade so aus, als würden Sie schon vorher. Brigittchen,
Du weißt doch, dass ich eine Tante in Los Angeles habe. Oh, Tante Irene. Genau. Nicht nur, dass sie Heinz vergöttert hat, eine Scheidung wäre für sie schier was Unmögliches gewesen. Außerdem bin ich ihre Lieblingsnichte und einzige Erbin. Und hat sie wenigstens viel Geld? Ja, ja, ein paar Millionen Dollar. Oh. Gut, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich ihr von meiner zweiten Ehe nicht geschrieben habe. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Gegen meinen Willen, wie ich feststellen möchte. Ich weiß. Ja, und Heinz? Naja, mit Heinz habe ich ein Abkommen getroffen. Der verrät uns nicht. Tante Irene war doch schon seit Jahren nicht mehr in Europa. Sollte sie einmal auftauchen, müssen wir uns eben etwas einfallen lassen. Ja, also ich hätte eine reguläre Situation vorgezogen. Ja, mir wäre es auch viel lieber gewesen, wenn der Vatikan unsere Ehe annulliert hätte, aber das war leider nicht möglich. Es wäre möglich gewesen. Man hätte nur müssen einen plausiblen Grund finden. Sie meinen wohl sicher so etwas wie Nicht-Einhaltung der ehelichen Pflichten, nicht wahr? Aber was das betrifft, da hätten wir Heinz wohl nie einen Vorwurf machen können, nicht wahr, liebe? Fritzchen! Oh, Verzeihung. Wären Sie mir böse, wenn ich Sie meiner Frau alleine lasse? Nicht im Mindesten, nein. Du isst doch heute mit uns. Oh ja, gerne. Aber ich muss vorher noch ins Hotel. Wann esst ihr? Pünktlichst um 7. Ich halte nämlich streng auf die regelmäßige Einnahme der Mahlzeiten. Es fördert nämlich die Verdauung. Daniela, unserer Verdauung wird es sicherlich nicht schaden, wenn sie sich heute um ein halbes Stündchen verspätet. Hm? Passt es dir um 7:30? Ausgezeichnet. Und schließlich möchte ich ja nicht seinen Fahrplan durcheinander bringen. Durchaus nicht, gnädige Frau. Also, auf Wiedersehen. Und verzeihen Sie, dass ich ihr nicht die Hand gebe zum Abschied. Wie sehen Sie denn aus? Ach, Oskar kommt gerade aus dem Labor. Ich habe dir ja noch gar nicht erzählt, dass er Chemiker ist. Den größten Teil seiner Zeit verbringt er mit Farbversuchen. Ja, ich bin eben dabei, eine neue Blautönung zu finden. Interessant. Bitte, gnädige Frau. Bitte, Daniela, legen Sie für meine Freundin noch ein Gedeck auf. Aber wir essen heute ausnahmsweise um 7:30. Aber pünktlichst, mein Kind. Darf ich den gnädigen Herrn bitten, mich nicht immer mein Kind zu nennen? Weil ich glaube, meiner Mama war das sicher nicht recht. Was sagen Sie da? Daniela! Du misch dich bitte nicht ein. Ich bin ein geduldiger Mensch. Aber sollte sie weiterhin in diesem Ton mit mir reden, kann ich auch sehr unangenehm werden. Na ja, vielleicht sind sie, wenn sie unangenehm sind, angenehmer, als wenn sie angenehm sind. Daniela! Ach, lass sie. Daniela hat eben etwas gegen mich. Ich habe überhaupt nichts gegen sie. Aber... Ah, nichts für Sie. Verzeihen Sie, jetzt wird uns beim Abendessen. Pünktlichst um 7:30, ja. Daniela, ich kann es wirklich nicht dulden, dass Sie meinem Mann gegenüber einen derartigen Ton anschlagen. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht freundlich zu ihm sein. Er ist einfach nicht mein Typ. Naja, sollte ich noch einmal heiraten, werde ich selbstverständlich auf Ihren Typ Rücksicht nehmen. Gnädige Frau, Sie wissen genau, wie sehr ich Sie verehre. Und Ihr erster Mann. Genug, Daniela. Aber vor der Dame kann ja eh reden, Sie haben ja auch Kind, oder? Du müssen Sie doch zugeben, dass das kein Tausch ist. Wenn es der gnädigen Frau beliebt, den Mann zu wechseln, so ist es Ihr Sache. Aber für mich ist es höchst unerfreulich. Sie müssen doch selber zugeben, dass es früher bei uns viel lustiger war. Man hat sich bei allen Gelegenheiten nützlich machen können. Man wurde gelobt. Manchmal hat man sogar Trinkgeld gekriegt. Aber heute kommt man sich ja regelrecht überflüssig vor. Es reicht, Daniela. Wenn ich... Also das Mitspracherecht brauche ich keins, aber Sie müssen doch zugeben, dass ein Mann, der jeden Tag um 7 in der Früh aufsteht, in seine Firma rennt und den ganzen Tag in die Form rummauscht, nein, ich weiß nicht. Wenn ich da an den ersten Mann denke von der gnädigen Frau, der ist oft bis zum Mittag im Schlafzimmer von der gnädigen Frau geblieben. Jetzt reicht's aber, Daniela. Ich will damit ja nur sagen, dass ich einfach nicht feindlich sein kann.
Ich kann's nicht. Und ich verstehe sowieso nicht, wie Sie das können. Gehen Sie und bringen Sie mir meine Tabletten. Jo, jo. Na, was sagst du? Ach, jetzt setz dich her. Endlich sind wir allein. Jetzt erzählen wir schon. Wie ist das alles gekommen? Vor 5 Jahren wart ihr noch ein Herz und eine Seele. Du und Heinz. Na, du hast eine Ahnung. Du hast ihn ja vergöttert. Und das habe ich verstanden. Heinz hatte doch alles, was das Herz einer Frau begehrt. Findest du? Was zum Beispiel? Na ja, zum Beispiel war ein Bild von einem Mann. Ja, und Oskar? Ja, Oskar. Oskar kenne ich doch zu wenig. Aber verglichen mit Heinz fehlt ihm natürlich einiges. Zum Beispiel die saloppe Eleganz, der Mutterwitz. Na ja, und du weißt schon, diese gewisse männliche Ausstrahlung. Ach ja, Heinz. Heinz war der beste Reiter, der beste Skifahrer. Und wer weiß es besser als du? Heinz war der beste Tänzer. Brigittchen, jetzt erzähle ich dir mal was. Es gibt genau 2 Arten von Männern. Die einen sind wie die Autos und die anderen wie die Straßenbahn. Aber Heinz war wie ein Formel-1-Wagen. Kaum hat er eine schöne Frau entdeckt, hat er alle anderen überholt und ist auf sein Ziel losgerast. Und hat gewonnen? Ja, immer. Also wenn Heinz für jeden Sieg einen Preis bekommen hätte, wäre unsere ganze Wohnung voller Pokale gewesen. Ja, aber geliebt hat er dich doch, oder? Hm, sicher, auf seine Art. Es gab einmal einen Werbeslogan. Testen Sie und Sie werden auf uns zurückkommen. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, jedes Mal, wenn Heinz eine Frau getestet hatte, kam er zu mir zurück und erzählte mir, dass der Test zu meinen Gunsten ausgefallen sei. Na also. Na also, Brigittchen. Glaubst du, dass es angenehm ist, nur auf dem Vergleichswege geliebt zu werden? Für Heinz waren die Frauen wie Waschmittel. Gefiel ihm eins oft nur wegen der Verpackung, probierte er es aus. Und war er dann vom Inhalt enttäuscht, kam er auf sein früheres wieder zurück. Dabei konnte ich ihm allein gar nicht die Schuld geben. Die Frauen flogen ihm förmlich um den Hals. In den 3 Jahren, in denen wir verheiratet waren, gab es keine einzige meiner Freundinnen, die er nicht getestet hätte. Also bitte, ich? Naja, du. Du bist ja nach Rom ausgewandert. Aber ich sag's dir, wenn du hier geblieben wärst, keine 2 Monate hätte es gedauert und auch du wärst in seiner Raupensammlung gelandet. Also bitte, ich sicher nicht. Ich bin dir immer eine wirkliche Freundin gewesen. Ja, ja, das waren sie alle. Ganz abgesehen von den Dienstmädchen. Was? Daniela? Ja, sicher, Daniela. Emily, Ines und wie sie alle hießen. Ich musste sie doch ständig wechseln. Eines Tages kam Daniela mit Tränen in den Augen zu mir und sagte, bitte, gnädige Frau, schicken Sie mich weg. Ich hab mich in einen Mann verliebt. Er war halt mein Typ. Da hörst du. Geben Sie her. Aber ich hab aber nie was gehabt mit ihm. Und er hat mich auch nie belästigt. Leider. Ich musste also den Entschluss fassen und dieser Situation ein Ende bereiten. Und das habe ich gemacht. Das war doch sicher schrecklich. Im Moment? Ja. Ja, und wie hast du? Naja, ich war zum Skilaufen in Garmisch und habe mir den Knöchel verstaucht. Dadurch bin ich einen Tag früher als geplant nach Hause gekommen. Und was sehe ich da? Heinz in unserem Lehnstuhl mit seiner Sekretärin auf seinen Knien. Dabei dachte ich, das gibt es nur in Witzblättern. Und was hast du gemacht? Naja, die Sekretärin habe ich hochkantig aus dem Haus geworfen. Ja, und Heinz? Heinz hat gestammelt, du musst das verstehen. Sie kann nicht Schreibmaschine schreiben. Sie kann nicht stenografieren. Für irgendetwas muss ich sie ja bezahlen. Typisch Heinz. Ja, und du? Ja, und ich habe gesagt, und jetzt ist Schluss.
Und ich habe mich vom Formel-1-Wagen getrennt. Und bist in die Straßenbahn umgestiegen. Richtig. Was ich damals brauchte, war Sicherheit, Geborgenheit, Gemütlichkeit. Ich gratuliere mir Tag für Tag zu meinem Mann. Und Nacht für Nacht? Ja, ich muss dir sagen, das ist mir nicht so wichtig. Und das glaubst du jetzt wohl selber nicht, was du da sagst, was? Ja, zugegeben. Am Anfang, wenn ich mit Oskar in eine Bar gegangen bin, es gab da ein Lied, das haben wir immer getanzt, Heinz und ich. Strangers in the night, la 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 la. La 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 la. Aber das ist vorbei. Ich habe mich umgestellt. Ich habe heimsinnliche Lieder mit Oskars Lieblingsmelodien ausgetauscht. Zum Beispiel die Storkogler. Hansi Hinterseher. Und Märsche, Märsche, Märsche. Märsche? Also dein Mann scheint einen etwas rustikalen Geschmack zu haben. Alles Umstellungssache. Statt Sekt schlürfe ich jetzt Bier. Ich bin zwar nicht berauscht. Dabei stelle ich mir gerade mit Heinz einen Rausch so wunderbar vor. Zugegeben, dafür habe ich bei Oskar die Gewissheit, dass keine andere aus meinem Glas trinkt. Und da bist du dir sicher? Ganz sicher. Na, und seine Sekretärin? Na, die habe ich ihm ausgesucht. Ja. Wo andere Kurven haben, hat sie Ecken. Du schaust auf die Uhr, es ist schon spät. Ich werde nun gehen. Und wenn ich um 7:30 nicht da bin, fangt ruhig an. Ich habe mich nämlich nichts geändert. Ich bin noch genauso unpünktlich wie früher. Das kann ich mir gut vorstellen. La 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 la. Ist deine Freundin schon fort? Ja, sie ist soeben gegangen. Um 7:30 ist sie wieder hier. Das sind noch exakt 38 Minuten. Oskar, möchtest du dich nicht niedersetzen? Dein Hin- und Hergerenne macht mich ja ganz nervös. Und? Wovon habt ihr gesprochen? Von ihm? Nicht nur. Was gibt's denn in der Fabrik Neues? Ha, du wirst dich freuen. Ich glaube es endlich gefunden zu haben. Die richtige Mischung für mein Lilienblau, so wie ich es nennen will. Ach, die Fabrik könnte 10-mal so viel abwerfen, wenn man nur der Zeit entsprechend rationalisiert. Moderne Maschinen, Computer und so weiter. Aber das hast du mir doch alles schon erzählt. Ja, das Einzige, was mir fehlt, ist... ein Darlehen in der Höhe von 1 Million Euro. Ich weiß. Warten wir doch ab, dass Tante Irene zurückschreibt. Glaubst du, dass sie uns diese horrende Summe auch borgen wird? Na, ich hoffe es. Meinen Brief muss sie ja schon vor einer Woche bekommen haben. Ja, wäre es nicht korrekter gewesen, wenn ich den Brief geschrieben hätte? Aber Oskarchen, sie kennt dich doch gar nicht. Ha, ja, das ist eben der Nachteil dieser schiefen Situation, in die du uns gebracht hast. Und hat doch alles so geschrieben, wie ich es dir angesagt habe? Aber natürlich. Ich muss ja noch irgendwo den Entwurf haben. Liebe Tante, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Ich hoffe, es geht dir gut und so weiter und so weiter. Ah, da. Ich schreibe dir diesen Brief ohne Wissen meines Mannes. Ich würde für eine Angelegenheit, die uns sehr am Herzen liegt... Und die sehr einträglich ist, hat das auch so geschrieben? Und die sehr einträglich ist, einen Betrag von 1 Million Euro brauchen. Und natürlich nur geborgt. Und mit allen Garantien. Hat das auch so geschrieben? Mit allen Garantien und natürlich nur geborgt.
Könntest du mir so eine große Summe zur Verfügung stellen? Bitte schreibe an mich. Du kennst meinen Mann. Bei allem Charme und aller Frechheit, die ihn so liebenswürdig machen, wäre es ihm peinlich, Geld von dir zu borgen. Also das habe ich nicht diktiert. Was? Frechheit, Charme, liebenswert. Aber Heinz ist doch so, Tante Irene kennt ihn doch. Ja, wenn sie ihn kennt, wozu hast du es dann geschrieben? Ich musste doch irgendeinen Grund angeben, weshalb sie den Brief an mich schicken soll. Ach, das Ganze ist mir furchtbar peinlich. Gnädige Frau, was gibt's denn? Der gnädige Herr ist da. Welcher gnädige Herr? Ja, der erste, der wirkliche, der erste Mann. Ja, und was will er hier? Das weiß ich ja nicht. Er hat meinen Zwanger gezwickt und hat gesagt, dass er die gnädige Frau sprechen will. Soll ihn einer führen? Was fällt Ihnen ein? Das wäre ja ein Ding, ein mir fällt das Wort nicht ein. Jetzt reg dich nicht auf, Oskar. Ich weiß ja auch nicht, was dieser Besuch zu bedeuten hat, aber... Gerade jetzt, wo man zu Tisch gehen will. Naja, er wird ja sicher nicht zum Essen hier bleiben. Mir scheint, du denkst ihn hereinzulassen. Daniela, sagen Sie dem Herrn Doktor bitte, dass es uns unmöglich ist, ihn jetzt zu empfangen. Und was sagen Sie dazu? Sie haben gehört, was mein Mann gesagt hat. Richten Sie es ihm aus. Und sagen Sie ihm auch, dass wir in aller Zukunft auch auf seinen Besuch verzichten können. Es tut mir leid, aber ich muss Sie trotzdem stören. Du? Sie? Er? Ja, ich. Daniela, gehen Sie. Ist halt doch ganz was anderes. Dürfte ich vielleicht erfahren, was uns das Vergnügen, was sie zu uns führt? Wollen Sie damit sagen, dass es für Sie kein Vergnügen ist, mich zu sehen? Ach, ich lasse euch allein. Nein, bleib da, Lil. Was ich deinem Mann zu sagen habe, wird auch dich interessieren. Ich bitte Sie, den Namen meiner Frau nicht in abgekürzter Form zu gebrauchen. Bitte sehr, darf ich wenigstens du zu ihr sagen? Also dann nicht. Entschuldigung, gnädige Frau. Jetzt sei nicht albern. Was? Ich respektiere bloß die Wünsche Ihres Gatten. Kommen Sie zur Sache, bitte. Darf ich mich setzen? Bitte. Setzt euch doch zu mir. Also, ich bin Heinz und wie ich sehe, sind Sie mein glücklicher Nachfolger. Jetzt kommen Sie so zur Sache, bitte. Was hat Ihr Besuch zu bedeuten? Für uns waren Sie schon längst gestorben. Da muss ich Sie aber enttäuschen. Wie Sie sehen, lebe ich noch immer. Das ist aber kein Grund, in unser Heim einzudringen. Noch dazu durch diese Tür. Also gut, ich komme als Briefträger. Danke. Bitte. Da ist ja von der Tante. Von deiner Tante? Von unserer Tante. Adressiert an mein Büro. Wisst ihr, Oskar, ich bin ja viel zu nervös. Mein lieber Heinz. Das bin ich, ja. Ich erhalte den Brief deiner Frau. Ihrer Frau? Nein, Ihrer Frau. Lesen Sie weiter, bitte. Natürlich schreibt sie an Heinz, ich meine Dr. Bertram. Sie muss ja davon ausgehen, dass er noch immer mein Mann ist. Das Ganze ist mir furchtbar peinlich. Also, ich erhalte eben von deiner Frau den beiliegenden Brief. Ja, hier bitte sehr. Liebe Tante, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Ich hoffe, es geht dir gut und so weiter. Das ist doch der Brief meiner Frau. Was, Sie kennen ihn? Natürlich, ich habe ihn diktiert. Dann habe ich also Ihnen zu danken für die lieben Worte wie Frechheit, Charme und Liebenswürdigkeit. Das habe ich nicht diktiert. Dann muss ich mich wohl bei Ihnen bedanken, gnädige Frau. Lies weiter, Oskar. Ich bin sehr erstaunt, dass du mir nicht selbst geschrieben hast. Du weißt, ich kann dir nichts abschlagen.
Natürlich bekommt er die Million. Hab ich's dir nicht gesagt? Da die Rene ist ein Goldschatz. Ja, ja, mir war sie auch immer sehr sympathisch. Aber lesen Sie weiter. Vorausgesetzt, dass du mit der Bitte deiner Frau einverstanden bist. Ich? Wieso? Ja, da unsere Tante keine Ahnung hat von unserer Scheidung. Aber lesen Sie bitte mal das Postskriptum. Da mir mein Arzt eine Kur in Bad Ischl angeraten hat, werde ich die Zeit, die mir vom Flugzeug bis zum Zug bleibt, dazu benutzen, um bei euch zu essen und dir den Scheck persönlich zu übergeben. Persönlich? Ja, da steht es bitte sehr persönlich. Entschuldigung. Ich komme am Mittwoch, den 29. Juli um 18.40 Uhr am Flughafen an und fahre um 23.49 Uhr mit dem Schlafwagen weiter. Auf baldiges Wiedersehen. Küsse, Lilien. Oh, darf ich? Das fehlte gerade noch. Habe ich gefragt. Oskar, die Tante schreibt Mittwoch, den 29. Juli, aber das ist doch... Ja, das ist heute. Ich war einige Tage nicht in meinem Büro und so ist der Brief liegen geblieben. Wie spät ist es jetzt? 19.10 Uhr. Also ich denke, wenn das Flugzeug pünktlich gelandet ist, dann müsste unsere liebe Tante bald hier auftauchen. Aber das geht doch nicht. Wenn sie dich an der Stelle von Heinz, ich meine Dr. Bertram, hier sieht... Dann würde sie alle Schwindeleien natürlich sofort bemerken. Das würde sie mir niemals verzeihen. Was machen wir bloß? Naja, eines steht fest. In den paar Minuten, die uns noch bleiben, können wir unmöglich wieder heiraten. Du wirst deine Tante empfangen und sagen, dass ich verreist bin. Nein, einen Moment. Das hieße, dass ich verreist bin. Ich bitte Sie, die Personen nicht zu verwechseln. Dann sage ganz einfach, dass dein Mann verreist ist. Er? Nein, ich! Da deine Tante von meiner Existenz doch keine Ahnung hat, kann sie doch nur meinen, dass Herr Dr. Bertram verreist ist. Gnädige Frau ist da, die Tante von der gnädigen Frau. Ja, bitte sehr, und was nun? Jetzt sind wir verloren. Hi, Kinder! Anschauen. Du siehst besser aus als je zuvor. Ja, ich weiß. Kein Wunder bei so einer Frau. Wir hätten dich ja selbstverständlich vom Bahnhof abgeholt, Tantchen, aber... Aber leider ist dein Brief erst jetzt gekommen. Weißt du, bei uns in Österreich sind die Briefträger schrecklich überlastet. Das kenne ich. In Amerika, wir haben dieselben Troubles. Jeden Monat liest man in der Zeitung... Die Post hat wieder 20.000 verloren. Man weiß nicht, ob Dollars oder Briefe. Wollt ihr mich nicht bekannt machen? Ja, natürlich, entschuldige. Das ist Dr. Oskar Clemens. Ein Schulfreund von Heinz. Schulfreund? Ja, ja, wir sind zusammen auf einer Bank gesessen. Wow! Sie wirken aber viel älter als Heinz. Vielleicht, weil sie dicker sind. Tantchen! Lass mich. My Dad hat gesagt, sag immer die Wahrheit, außer wenn Gäste da sind. Meinem seligen Joe war das auch nicht recht. Er musste immer diplomatisch sein. Er hatte 15 Popcornfabriken. 15 Fabriken? Yeah, das ist heute kein Vergnügen in Amerika. Diese Steuern. Ich frage mich immer, wenn Kolumbus so ein Genie war, warum hat er nicht Saudi-Arabien entdeckt? Aber da fällt mir auch ein Witz ein. Man sollte tunlichst nie eine amerikanische Pflanze kaufen. Es könnte nämlich ein Busch sein. Kennen Sie Amerika? Ich war schon einmal in New York. New York is not America. L.A. müssen Sie sehen. Hey, ihr beide, nächstes Jahr müsst ihr mich besuchen, euren zweiten Honeymoon feiern. Oder wollt ihr nicht? Oh ja, ich will auf alle Fälle. Möchtest du dich nicht frisch machen, Tantchen? Of course, my dear. Daniela, bitte bringen Sie Mrs. Peabody ins Bad und ihren Trolley aufs Gästezimmer. Ja, bitte, gnädige Frau. Let's go. Bye, bye.
Papa. Ach ja. Und was machen wir jetzt? Einen zweiten Honeymoon feiern. Ich bitte Sie, es ist doch alles in Ordnung. Meine Tante hält mich weiterhin für ihren Neffen, Sie für meinen Freund. Ich spiele einfach weiter so, als ob ich immer noch hier wohnen würde. Und ich tue so, als ob ich einfach der Hausherr wäre. Ja, aber... Aber das ist unsere einzige Möglichkeit. Wir haben keine andere. Ja, aber man kann doch nicht. Man kann alles. Es ist doch nur eine harmlose Komödie, oder? Möchtest du auf die Million für die Fabrik verzichten? Nein, aber... Ja, ja, ja. Aber wir müssen natürlich alle drei Verdu sein. Servus, Oskar. Und vergiss nicht, du hast mich immer Cherie genannt und ich sie Liebling. Muss das denn sein? Gnädige Frau, Schule für die Tante. Links oder rechts von Herrn Dr. Decken? Na, rechts. Aber nicht von diesem Herrn Doktor, sondern von diesem Herrn Doktor. Ist der Herr Doktor A bei uns? Ja, und noch etwas, Daniela. Solange meine Tante hier ist... Muss sie denn das wissen? Ja. Entsetzlich! Also, solange meine Tante hier ist, werden Sie so tun, als ob dieser Herr Doktor noch immer der Herr Doktor wäre. Kommt der Herr Doktor wieder zurück? Geht der doch fort? Aber nein! Was? Bleibst du dann alle zwei? Ja, und für wen soll ich dann das Bett herrichten? Schweigen Sie! Ich muss es doch wissen, für wen ich es herrichten soll. Für den Herrn Doktor oder für den Herrn Doktor? Also, dieser Herr Doktor bleibt nur zum Essen. Schade. Mich hätte es gefreut, zu einer gnädigen Frau. Dieses Mädchen! Ja. Da bin ich wieder! I'm so sorry, dass ich nur kurz hier bleiben kann. Auf der Rückreise bleibe ich dann 6 Wochen. Ich habe bereits ein Hotel gebucht. Aber bitte, das wäre doch nicht notwendig gewesen. Du hättest doch ohne weiteres bei uns wohnen können. No, no, lieber nicht. In Amerika sagen sie, ein Gast is like a fish. Nach 4 Tagen beginnt er zu stinken. Gehen wir zu Tisch. Brigitte wird gleich kommen. Brigitte? Eine Freundin. Mein lieber Oskar wird dich zu Tisch führen. Ich habe nämlich noch ein Telefonat zu erledigen. Ja, sollen wir nicht warten? Come on! Wenn Heinz sagt, Sie sollen mich führen, dann führen Sie mich. Er ist ja schließlich der Hausherr. Das halt Ihren Kopf nicht mehr aus. Schauen Sie sich die beiden an. Sind Sie nicht ein prächtiges Paar? Ja, sehr, sehr prächtig. 2 so gesunde junge Menschen und haben mir noch keinen kleinen Neffen geschenkt. Sie, als guter Freund des Hauses, sollten Ihnen einmal ordentlich ins Gewissen reden. Ich? Why not? My Joe hat immer gesagt, eine Ehe ohne Kinder ist wie eine Suppe ohne Salz. Und wie viele Kinder haben Sie? Keines. Mein Joe hatte 9 aus erster Ehe. 9? Scheint ein wenig viel gesalzen zu haben. Lustiger Kerl. Darf ich jetzt telefonieren? Bitte, der Apparat steht da auf dem Tischchen. Ja, ich weiß, am Tag auf dem Tischchen und in der Nacht neben deinem Bettchen. Heinz, bitte. Wo bleibt ihr denn? Könnt ihr denn nicht später töteln? Ja, wir kommen schon. Ha, Daniela, das ist gut, dass Sie jetzt kommen. Bitte rufen Sie mein Büro an und verlangen Sie Fräulein Madeleine. Madeleine? Ist das die Schwarze aus dem Kosmetiksalon? Nein, das ist die Blonde vom Zahnarzt. Getestet kein Vergleich. Sagen Sie, dass ich etwas später kommen werde, weil ich heute bei einem Freund speisen werde. Ist recht, aber darf ich zuerst die Suppen servieren? Selbstverständlich. Madeleine kann warten. Also... Lillian, die Tante wird ungeduldig. Wir kommen, mein lieber Freund. Entschuldigung, wo willst du denn sitzen? Ich denke, zwischen Oskar und mir. Ist gut. Ist gut, Cherie. Ist gut, Cherie. Ja, mein Liebling. Ah,
Das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Und essen? Ja, wenigstens anrufen hätte es Kinder Mücki war. Gehen Sie Daniela, mein Mann, kommt. Welcher? Ma, der! Du lässt die beiden allein? Sie sind noch beim Dessert. Und außerdem musst du ihnen doch die Gelegenheit geben, über die Million zu sprechen. Und überhaupt halte ich diesen Menschen nicht mehr länger aus. Wie er immer sagt, mein Gumboldtskirchner, mein Bordeaux, meine Frau. Und du immer Heinz und Cherie. Aber ich habe doch früher auch immer Heinz und Cherie zu ihm gesagt. Ja, aber früher hat er niemals zu mir Oskar oder mein lieber Freund gesagt. Und jetzt macht er es andauernd. Du vergisst, dass er uns einen Dienst erweist. Das hindert aber nicht, dass ich mich in einer äußerst unangenehmen Situation befinde. Ich komme mir vor, als wenn ich gestorben wäre und deiner ersten Ehe vor dem Fernsehbildschirm sitzend zuschauen müsste. Bist du eifersüchtig? Nein. Und selbst wenn ich es gewesen wäre, wäre ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, warum nicht? Weil mir sofort aufgefallen ist, dass dieser Mensch ja gar nicht zu dir passt. Ach so? Ja, dieser Mann ist ein ausgesprochener Angeber. Hoppala! Die Stromrechnung nicht bezahlt. Gut. Die Hamster sind wieder am Berg. Gut. Dieser Mann ist ein ausgesprochener Angeber. Also ich kann mir doch gar nicht vorstellen, wie du mit diesen Windbeutel es so lange aushalten konntest. Also, was das anbelangt... Hey, Lil, du bist verschwunden. Und Sie, Doc, beschäftigen sich anscheinend auch lieber mit der Nichte als mit der Tante. Keineswegs, gnädige Frau. I understand it. Zwischen Lil und mir liegen immerhin einige Jahre. Tante, wenn eine Frau beginnt, ihr Alter zu verstecken, dann beginnt sie es zu zeigen. Listen, ich verstecke gar nichts. Wenn hier jemand etwas versteckt, dann seid ihr es. Hier stimmt doch etwas nicht. Ihr seid lange nicht mehr so lustig wie vor 6 Jahren. Weder du noch du. Was meinen Sie? Ich habe nichts bemerkt. I see. Humor scheint nicht Ihre starke Seite zu sein. Ich bitte dich, du wirst doch meinen lieben Freund nicht beleidigen wollen. Beleidigen? Why? Ich wollte nur sagen, dass er not amüsant ist. Er muss es ja auch nicht sein, aber ihr. Sie hätten die beiden vor 6 Jahren sehen sollen. Den ganzen Tag haben sie nur geturtelt und geschnäbelt. Den ganzen Tag? Vielleicht auch die ganze Nacht. Wir waren damals in den Flitterwochen, aber ich liebe Lilien noch genauso wie damals. Und du, Lil? Warum? Liebst du Heinz auch noch so wie damals? Also ich... Bitte sag's doch, vor unserem Freund brauchst du doch nicht zu schämen. Liebst du mich genauso wie damals? Ich glaube ja. Tantchen, möchtest du einen Cognac Remy Martin 1957? Mein 1957er. Dein 57er, der beste Jahrgang. Ja. Da hörst du recht, ja. Da hörst du sein 57er. Ja, aber dieses Mal hat er sogar recht. Umso unangenehmer. Auf dein Wohl, liebe Tante. Cheerio. Auf einen gesunden Neffen, der so aussehen soll wie du.
unser lieber Freund ist Antialkoholiker. Oh mein Gott, das auch noch. Er war mein Joe ein anderer Kerl. Der hat so lange getrunken, bis er die Gicht bekommen hat. Und was war dann? Dann hat er weiter getrunken. Er hat immer gesagt, die Gicht kann man nur mit der Gicht totschlagen. Er ist sanft hinübergewackelt. Poor Joe, er hatte nur zwei Hobbys. Essen und trinken. Es tut mir ja so leid, Tantchen, dass ich dir so ein karges Mahl vorsetzen musste, aber mein Mann hat strenge Diät. Ja, besonders am Abend esse ich nur leicht. Meint, dass er abends nur leichte Speisen zu sich nimmt wegen seines... Wegen meines Magens. Wegen deines Magens? Ja. Du konntest doch Stiefelsohlen essen. Ja, und genau das hat mein Magen offensichtlich nicht vertragen. Ich habe mich schon während des Essens gewundert. Kartoffelpüree. I like Kartoffelpüree als Beilage zu Schweinsbraten. Aber Kartoffelpüree als Beilage zu Kartoffelpüree. Seit wann leidest du schon daran? Seit wann leide ich denn daran? Seit 3 Jahren. Das ist doch schrecklich, Lil. Selber schuld. Er hat viel zu oft außer Haus gespeist. Really? Du warst doch so ein gesunder, kräftiger Mann. Wenn ich an den Hummer denke, ja, den ich vor 6 Jahren bei euch gegessen habe, halb in Öl, halb in Butter mit Cognac, Bier. Bitte hör auf, sonst bekomme ich wieder meine Magenkrämpfe. Poor guy. Was sagt der Arzt? Ja, was sagt der Arzt? Der Arzt? Der Arzt sagt, die Nerven. Ja, genau, ich habe einen nervösen Magen. Nervös? Warum bist du nervös? Doch nicht wegen des Geldes. Das haben wir doch bereits geklärt. Wirklich? Warum freuen Sie sich so darüber? Ich bin doch sein Freund, nicht wahr, Heinz? Es ist mein Freund, ja. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Eurer Ehe fehlt etwas. Lillian muss ein Baby bekommen. Nein! Was geht denn Sie das an? Oskar ist eingefleischter Junggeselle. And so what? Wenn Sie nicht wollen, dann nehmen Sie den anderen nicht die Lust dazu. Frau Belli ist da. Oh, entschuldigt bitte, dass ich nicht zum Essen kommen konnte. Ich wollte Ihre Frau ja noch anrufen. Was ist los? Wieso seine Frau? Du sagtest doch eben, der Doc ist Junggeselle. Ja, aber ein Junggeselle, der... Ein Junggeselle, der eine Frau hat. Heinz, du bist auch hier? Ja. Natürlich ist er hier. Wo soll er denn sonst sein? Also, ich weiß ja gar nicht, was du hast, Brigitte. Der liebe Oskar ist ja auch da. Ja, und die liebe Tante Irene auch. Und deshalb haben wir leider mit dem Essen nicht auf dich gewartet. Lieben Sie Kartoffelpüree? Nein, nein. Ah, dann braucht es Ihnen auch nicht leid zu tun. Also, entschuldigt bitte nun, dass ich gehen muss. Aber bitte! Ich glaube, ich werde erwartet. Ja, lass dich nicht aufhalten. Ja, gehen Sie nur. Also, auf uns brauchst du keine Rücksicht zu nehmen. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Bye, bye. Also jetzt komm schon und erzähl mir endlich. What a funny person. Wer war diese merkwürdige Erscheinung? Eine Freundin. Wessen Freundin? Eine Freundin des Hauses. Ja. Und die werft ihr hinaus? Ja, aus gutem Grund. Die kommt nämlich immer zu spät, weißt du? Und wenn man sie dann nicht hinauswirft, dann kommt sie das nächste Mal noch später. Apropos zu spät. Wenn Sie nicht auch zu spät kommen wollen, gnädige Frau,
Es ist 23.10 Uhr und Ihr Zug geht doch um 23.49 Uhr. Oh, da muss ich mich beeilen. Bringt ihr mich zur Bahn? Aber niemals. Ich besorge uns ein Taxi. Ich mache mich schnell zurecht. Wo ist mein Trolley? Der Trolley? Ich nehme an, im Gästezimmer. Mein lieber Freund wird ihn dir zeigen, nicht wahr, lieber Oskar? Ja, kommen Sie, gnädige Frau, 23.12 Uhr. Okay, okay. Ich bin ja kein Flugzeug. Hausdrache. Ach, du bist allein? Wie man sieht, ja. Oskar ist gerade mit Tante im Gästezimmer. Sie macht sich reisefertig, weißt du. Na, wie schön. Dann bist du ja endlich wieder frei. Lilian, bist du mir immer noch böse? Böse? Weshalb? Weil ich dich mit einem von deinen kleinen Biestern erwischt habe. Ich bitte dich, das war doch vor 3 Jahren. Eben, das liegt so lange zurück. Wenn ich dich heute nicht gesehen hätte, ich hätte gar nicht mehr daran gedacht. Sag einmal, bist du eigentlich glücklich? Ja. Was, glücklicher als wie mit mir? Oh ja. Oskar sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Oskar ist ja auch mein Mann und nicht mein Bruder. Hast du irgendetwas an ihm auszusetzen? Nein, 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 das scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Du bist glücklich und das ist ja die Hauptsache, nicht wahr? Und du? Du müsstest doch jetzt auch glücklich sein. Du hast doch jetzt das Leben, das du dir immer gewünscht hast. Du kannst heute die haben und morgen die. Du bist frei. Weißt du, man wünscht sich immer frei zu sein. Und wenn man dann frei ist, dann ist das Freisein gar nicht so schön. Von allen Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, warst du doch die Einzige, die mich verstanden hat. Testen Sie und Sie werden frei. Lassen wir das. Ja, du hast recht. Eigentlich merkwürdig. Was denn? Wie wir heute sprechen, in demselben Zimmer, in dem wir so viele glückliche Stunden verbracht haben. Du übertreibst. Nein, ich spreche von mir. Weißt du noch, wie wir hier getanzt haben? Haben wir das? Na sicher. Tanzt Oskar auch so gerne wie ich? Nein. Oskar ist mehr für gute Musik. Darf ich sehen? Bitte. Oh ja, der 47er Regimentsmarsch. Radetzky-Marsch und Seppels Tanzgeiger. Ja, das ist gute Musik. Die hat Oskar ausgesucht. Also ehrlich gesagt, ich finde sie grässlich. Du findest sie auch grässlich? Was, du auch? Nein. Ach, und unser alter Lehnstuhl, der dort gestanden ist. Kannst du dich noch erinnern? Oh ja, sehr gut. Es war der Lehnstuhl, in dem ich dich in Flagranti erwischt habe. Vergiss das bitte, ich weiß nicht, wo ich damals meinen Kopf gehabt habe. Das kann ich dir sagen. In Ihrem Blusenausschnitt. Ja, ja, aber deshalb ist er trotzdem unser Lehnstuhl geblieben. Weißt du, Lehnstühle haben 2 Arme, wie Menschen. Die öffnen sich nur für die, die sich lieben. Glaubst du? Na, ich weiß es. Schon allein die Art, wie er uns aneinander gepresst hat. Ach, erinnerst du dich noch daran? Dunkel. Dunkel. Und wie wir beide schwiegen. Weißt du, es ist eigentlich sehr schwer, gemeinsam zu schweigen. Denn um schweigen zu können, da muss man sich sehr viel zu sagen haben. Oder hast du noch niemals bemerkt, dass man mit den Menschen am meisten spricht, denen man eigentlich gar nichts zu sagen hat? Lil. Lil, komm, setz dich zu mir. Wozu? Ach, setz dich einfach her. Sitz ich da und du sitzt da drüben. Genauso wie damals, erinnerst du dich noch? Was soll das alles, Heinz? Ach, jetzt ist alles fast wie früher, nur, ich weiß nicht, deine Haare, die... Was ist mit meinen Haaren? Ja, die waren damals nicht so streng mit diesen... Meinst du so? Nein, der Haarreifen, irgendwie... Da, soll ich ihn wegnehmen? Ja, bitte. So, vielleicht? Ja! Weißt du was? Jetzt stellen wir uns vor, dass ich von einer längeren Reise zurückgekommen bin und dass du mich hier freudig erwartet hast. Dann haben wir gemeinsam Abend gegessen, haben eine gute Flasche Wein getrunken und ich habe uns Musik gemacht. Ja, das waren noch Zeiten, als ich Musik gemacht habe.
war unser Lied. Das ist gemein, Heinz. Komm, tanz mit mir. Lilian, bitte tanz mit mir. Ach, Lilian. Was fällt dir ein? Wenn Oskar kommt, lass mich! Lilian, was hast Nein, du? Nein, I'm ready! Was ist denn? Du weißt? Ach, es ist nichts, Tante. Lass mich! Ich hol meine Jacke und begleite dich zum Zug! Du hast sie zum Weinen gebracht? Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wieso. Es ist 23:22 Uhr. Und ich habe auch das Taxi vergessen. Ich laufe zu Daniela, sie soll ein Taxi rufen. Was geht denn hier vor? Wieso? Das ist doch kein Zustand, in dem sich die Kinder befinden. Ihre Gesichter bei Tisch, Lil weint. Lilian hat geweint? Wann? Right now, als ich hereinkam. Es muss etwas mit Heinz gewesen sein. Die beiden waren allein. Das ist ja entsetzlich. Warum hat Lilian geweint? I don't know, aber ich kenne sie. Sie weint nicht ohne Grund. Ja, das stimmt. Glauben Sie, dass er sie betrügt? Sie sind doch der Freund des Hauses. Sie müssen doch wissen, was hier vorgeht. Also ich habe nichts bemerkt. Es kann aber nur das sein. Wenn eine Frau weint, so ist always der Mann daran schuld. Also das muss nicht sein. Also ich kenne da Männer. Ich auch. Ich habe 2 Exemplare davon gehabt. Vor der Hochzeit wollten sie mir ihr Leben zu Füßen legen. Nach der Hochzeit haben sie nicht einmal die Zeitung weggelegt, um mit mir zu sprechen. Taxi ist doch, gnädige Frau. Schicken Sie es wieder weg. Weg? Aber es ist doch 23.23 Uhr. Take it easy. Wenn ich den Zug versäume, werde ich den nächsten nehmen. Ja, aber der geht doch erst morgen früh. Whatever. Sie werden doch nicht annehmen, dass ich die beiden in diesem Zustand zurücklasse. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In High Styria. Bei uns hieß es Gewitterwolken, bumm, ein Kanonenschuss zur rechten Zeit und es gibt keinen Hagel. Daniela, machen Sie mir im Gästezimmer das Bett, please. Gern, gnädige Frau. So, da bin ich. Wo ist Lilian? So, ich bin da, wir können gehen. Wohin? Na, zur Bahn. Oh, da müsst ihr alleine gehen. Ich bleibe hier. Wie bitte? Yeah, ich hab's mir überlegt. I'm so müde. Ich habe Daniela gebeten, im Gästezimmer das Bett für mich zu machen. Das ist eine Überraschung für euch, was? Das ist eine Überraschung, ja. Wir beide werden heute noch ein ernstes Wort miteinander zu reden haben. Wirklich? Ja. Yeah. Come on, Daniela. Das heißt, just a moment. Ich vergaß Herrn Dr. Clement. Es ist 23:25 Uhr. Time for you schlafen zu gehen. Ich? Yeah, Sie. Lassen Sie mich mit den beiden allein. Als Außenstehender würden Sie sowieso nur stören. Ich bin gleich wieder hier. Was jetzt? Bitte, was hat sie denn jetzt? Ja, sie glaubt, dass sie meine Frau betrügen. Ja und? Ja und? Jetzt will sie hier schlafen und mich wegschicken, damit ich irgendwo anders schlafe. Aber das geht doch nicht. Wir können doch die Komödie nicht die ganze Nacht fortsetzen. Das sage ich auch, dass sie meinen Platz im Speisezimmer einnehmen. Ja, gut, aber im Schlafzimmer... Oh, das würde auch noch funktionieren. Eine Nacht ist ja so kurz. Kein Augenblick für Scherze. Wissen Sie eine bessere Lösung? Ja, wir müssen der Tante alles sagen. Was? Dass wir sie beschwindelt haben? Also bitte sehr, da spiele ich sicher nicht mit. Da mache ich auch nicht mit. Sie meinen es doch so gut mit uns. Wie ist es jetzt mit den Betten, gnädige Frau? Wer schläft halt bei Ihnen? Der Herr oder der Herr? Ach, Daniela, gehen Sie bitte. Das heißt, warten Sie. Hat meine Tante für morgen früh irgendetwas angeordnet? Na, sie hat nur gesagt, dass es um 9 Uhr aufwecken soll. Gut, dann passen Sie auf. Morgen früh um 7:30 Uhr
Klopfen Sie an meine Tür, aber leise, damit es die Tante nicht hört. Ja, und dann? Na, das war's schon. Bitte gehen Sie. Ja, gehen Sie. Jetzt sind Sie so nervös. Jetzt seid nicht schon wieder so lästig. Also bitte sehr. Daniela, lassen Sie uns allein. Sehen Sie es? So spricht man mit einer Dame. Also, warum soll Daniela morgen früh an die Schlafzimmertür klopfen? Weil ich eine Lösung gefunden habe. Tja, und welche bitte sehr? Du, Oskar, sagst uns vor der Tante gute Nacht und gehst. Oh, das wäre eine gute Lösung, ja. Ja, und ihr? Na, wir bleiben noch bei der Tante. Es wird immer besser. Lassen Sie Ihre blöden Bemerkungen. Ich meine ja nur bis zum Schlafen gehen. Dann geht Heinz nach Hause und du kommst zurück. Und morgen früh, bevor die Tante geweckt wird, gehst du in deine Fabrik und alles ist erledigt. Und die Million ist gerettet. Ha. Aber wie weiß ich denn, wann ich wieder zurückkommen kann? Na, ich rufe dich an. Gut, sehr gut, wunderbar, excellent, sehr gut. Wo? Ich weiß doch nicht, wohin ich gehe. Richtig. Du musst anrufen. Und wenn die Tante noch nicht schläft, sage ich falsch verbunden und du probierst es später noch einmal. Wunderbar. Du bist eine so kluge Frau. Keiner anderen wäre so eine gute Lösung eingefallen. Also, ich hätte eine bessere Lösung gewusst. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich meiner Frau noch den gewohnten Gute-Nacht-Kuss gebe? Nein, wieso denn? Es ist ja Ihre Frau. Tante! Tante Irene! What's that? Du stehst hier und kehrst ihnen den Rücken? Ja, ich habe Seppels Tanzgeiger bewundert. Oskar hat sich soeben von uns verabschiedet. Darf ich Ihnen auch gute Nacht sagen, gnädige Frau? Good night. Heinz, gute Nacht. Ja. Weißt du was, ich führe dich nach Hause. Ich bin hier zu Hause. Also, ich rufe an. Ja. Und wenn sie noch da ist, sagen wir ganz einfach falsch verbunden. Ja, sehr gut. Das ist doch nicht zu fassen. Ich verschiebe meine Reise in der Meinung, dass dein Mann dich unglücklich macht. And 5 minutes later, ich gratuliere. Du hast dich ja schnell getröstet. Aber ich verstehe dich nicht, Tante. Ja, glaubst du, ich bin auf den Kopf gefallen? Heinz! Das ist doch, du wirst doch nicht. And ob ich werde. Gewitterwolken, bumm. Es gibt nur dieses Mittel. Schließlich geht es um die Ehre meines Neffen. Du meinst wohl des Mannes deiner Nichte. Ich sollte dir eigentlich näher stehen als er. My dear, wenn in einer Ehe etwas nicht stimmt, so ist always der betrogene Teil der, welcher der Familie näher steht. So, da bin ich. Yes, come here. Ach, das ist mir doch zu dumm. Listen, was ich dir zu sagen habe. Du wirst deinen Freund, diesen Dr. Clement, hinauswerfen. Und warum? Ja, hast du noch nicht bemerkt, dass dieser Kerl mit deiner Frau flirtet? Bitte! Also, Oskar, niemals! Du lachst! Ja. Du solltest dich lieber darum kümmern, was hinter deinem Rücken vorgeht. Ach, ich bitte dich, Oskar ist nur ein guter Freund. Sag ich dir doch, Tantchen. Du schweigst. I don't understand, was dir an diesem Mann gefällt. Er ist nicht schön, er ist nicht klug, er wirkt eher lächerlich. Also da muss ich unserer Tante jetzt aber recht geben. Du sei still. Ach bitte, soll ich zusehen, wie du mich mit meinem falschen Freund betrügst? Ich betrüge dich nicht. Wenn sie es gerade sagt. Ich möchte dir nicht wünschen, Frau Clement zu sein. Und warum nicht? Für die Ehe ist mir ein lieber, seriöser Mann lieber als einer, der sich liebenswürdig, heiter und charmant mit allen Frauen einlässt. Also bitte sehr, mit allen Frauen? Mit allen! Und ich bin so froh, dass ich dir endlich mein Herz ausschütten kann. Du weißt ja nichts von meinen Freundinnen, von den Dienstmädchen, von seiner Sekretärin. Mit allen hat er mich betrogen. Stimmt das? Ja, aber...
Jetzt wird mir natürlich so manches klar. Auch dieser Dr. Clement. Wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann revanchiert sie sich mit dem Erstbesten, der über dem Wege läuft. Und wenn du an meiner Stelle wärst? Ich war an deiner Stelle. Siehst du, das kann jeder Frau passieren. That's right. Aber am Ende habe ich ihm doch wieder verziehen und ihn in meine Arme geschlossen. Come on, umarme Heinz. Sag, dass du ihn liebst und ihn verzeihst. Tante! Go! Und du auch! Ach, Tante! Lil, ich liebe dich. Lass mich, es hat keinen Zweck. Sprich weiter! Hör mir zu, Lil. Heinz, nein! Lass ihn jetzt reden, wer weiß, was er zu sagen hat. Ich bin aber nicht neugierig auf seine Worte. Dann sag es mir. Ja. Genau, ich sag es dir. Weißt du, ich wollte es ihr schon so oft sagen. Du wolltest? Lass ihn jetzt reden! Himmel, Herrgott, noch einmal! Ja, ich wollte ihr sagen, wie leid es mir tut, dass ich sie betrogen habe und dass so etwas Schlechtes zwischen uns passiert ist. Aber geliebt habe ich immer nur sie. Das sagt sich so leicht. Be quiet! Ich will hören, was er sagt. Und ich liebe sie noch immer. Das haben meine beiden auch gesagt. Aber weiter. Aber, weißt du, ich brachte es einfach nicht über meine Lippen. Aber heute, heute sage ich es ihr. Dorthin musst du dich wenden. Verzeih mir, Liebling. Ich liebe dich. Heinz, lass mich! Nun nimm sie schon endlich in deine Arme, oder muss ich dir helfen? Lilian. Bitte, Heinz. Okay, ich glaube, ihr braucht mich nicht mehr. Tante, bleib! Wenn ich jetzt keinen kleinen Neffen bekomme, dann gibt es keinen Storch mehr. Ach, Lilian, meine liebe, liebe Lilian. Das ist doch Wahnsinn, Heinz. Das Telefon. Ja, das Telefon. Hallo? Oskar! Ja, die Tante ist schon auf ihrem Zimmer. Nein, nein, du kommst noch nicht zurück. Wir müssen sicher sein, dass die Tante schläft. Was? Deinen Schlüssel? Ja, gut. Ich werde ihn unter die Türmatte legen. Oskar hat seinen Schlüssel vergessen. Ja, ich habe es gehört. Würdest du ihn unter die Türmatte legen, wenn du gehst? Was? Ich? Ja, findest du es unangenehm? Also, Lilian, ich bitte dich, ich finde es eher geschmacklos. Meinst du nicht auch? Na gut, dann lege ich ihn selber drunter. Ach was, lass. Ich mache es schon, gib her. Danke. Gute Nacht, Heinz. Gute Nacht, Lilian. Eigentlich komisch. Was denn? Was so ein kleines Stück Eisen alles bedeutet. Alles hängt davon ab, welche Tür er öffnet. Ja, und von dem, der sie öffnet. Ja, aber es ist irgendwie ein böser Schlüssel. Bitte schau einmal, wie der mich angrinst. Irgendwie erinnert er mich an Oskar. Es ist ja auch sein Schlüssel. Ja, du hast recht. Es ist ja auch sein Schlüssel. Geh, Heinz. Ach, Lilian, willst du das wirklich? Ja, bitte, geh. Ich weiß sonst nicht, was passiert. Lilian, ich liebe dich. Es darf aber nicht sein, verstehst du? Es wäre schlecht von uns. Ja, ich weiß, es wäre vielleicht schlecht von uns, aber... Du verstehst das doch? Ja, schon, ich verstehe, Lilian, aber... Du weißt, er wird zurückkommen und du wirst gehen und nur so für eine Nacht. Das wäre Wahnsinn. Ja. Du hast recht. Das wäre Wahnsinn.
Soll das die ganze Nacht so weitergehen? Hallo? Sie sind es? Was wollen Sie denn schon wieder? Was es Neues gibt mit Heinz und Lil? Oh, ich glaube, es ist alles in bester Ordnung. An den Apparat kommen? No, no, das ist nicht möglich. Sie sind mit etwas ganz Wichtigem beschäftigt. Ich habe Sie gebeten, sich auszusöhnen, und Sie haben es getan. Ja, ich glaube, Sie tun es noch immer. Good night. What? Sie können nicht schlafen? Ja, dann nehmen Sie einen Schlummertrunk. Bye, bye. So, jetzt kannst du anrufen, so viel du willst. Du wirst die beiden nicht mehr stören. Also ich verstehe das nicht, wenn Frauen noch so glühen, aber ihre Zehen sind immer eiskalt. Es muss ja schon mindestens 8 Uhr sein. Ach, ich bitte dich, es ist doch noch komplett dunkel. Ja, die Vorhänge sind noch geschlossen. Ja, dann ist sicherlich noch Nacht. Aber vielleicht ist es auch schon 8 Uhr abends. Na, dann wäre es sicherlich viel zu spät. Ach, was ist denn das? Das Telefon. Ach, so um diese Zeit? Oh, du weißt doch gar nicht, wie spät es ist. Hallo? Wer ist's denn? Oscar. Oh. Auf den habe ich ja komplett vergessen. Hallo? Oskar, was wer dir geantwortet hat? Eine Männerstimme? Da muss jemand in der Leitung gewesen sein. Und du? Ja, mir geht's gut, danke, aber ich habe nur wenig geschlafen. Und du? Ach, du Armer. Was, die Tante, die ist noch hier? Na, sie wird nach dem Frühstück abreisen. Was sagst du? Es ist 12.15 Uhr? Da muss ich mich aber beeilen. Ja, so wird es wohl am besten sein, aber keinesfalls vorher, hörst du? Hallo? Hallo? Unterbrochen. Und was hat er gesagt? Oskar hat gesagt, dass er noch mit der Tante telefoniert hat. Sie hat ihm erzählt, dass wir uns wieder versöhnt haben und dass sie uns nicht stören kann, weil wir mit etwas so Wichtigem beschäftigt sind. Sag mal, und er hat überhaupt nichts gemerkt? Heinz? Ja? Ich bin doch eine anständige Frau, oder? Na, hör mal! Lass das jetzt, wir müssen aufstehen! Ach, bitte! Daniela! Das ist Daniela, los, versteck dich! Ja, aber warum denn? Versteck dich! Ja, herein, Vorfahren! Ja, aber warum kommen Sie denn nicht herein? Ja, ich hab mir halt gedacht, dass der gnädige Herr da ist, der Erste. Daniela, ich verbiete es Ihnen, solche Gedanken zu haben. Naja, Entschuldigung schon, ich kann nichts dafür, aber Ihre Frau Tante, die verbietet mir schon den ganzen Vormittag, dass ich die gnädige Frau und den gnädigen Herrn aufweck. Und dabei zwinkert, so verdächtig. Ja. So, dass ich annehmen muss, dass es sich um einen gnädigen Herrn Nummer 1 handelt. Haben Sie eine gute Nacht gehabt? Oh ja, danke. Also ich habe überhaupt kein Auge zugebracht. Ich habe alle müssen an den gnädigen Herrn denken. An den ehemaligen natürlich. Jetzt gehen Sie und bitte bringen Sie meinen Tee. Ist recht, ja. Die gnädige Frau ist schon munter. Endlich! Du bist allein? Wo ist Heinz? Guten Morgen! Good morning, my boy! Es ist so finster hier. Und
heiß und ja, heiß. Ich werde die Vorhänge aufmachen. Na, no, bleib ruhig liegen. Ich mache das schon. Ah. So, und jetzt lasst euch anschauen. Gut, schaut ihr aus, wie vor 6 Jahren. Der Tee, bitte sehr. Ich hab's ja gewusst. Nehmt's mir schnell das an, weil sonst los ist vorhin. Was haben Sie denn? Also, das ist doch... Ach, ja. Ach, weißt du, wir haben seit einiger Zeit getrennte Schlafzimmer und deshalb ist Daniela etwas überrascht, nicht wahr? Ja, ich weiß auch nicht, was genau ist. Es ist so schön, dass Sie wieder da sind. Versteht ihr das? Sie ist in Heinz verliebt. Aber da muss man ihr einen Lover verschaffen. Der ist leichter zu kriegen als ein Dienstmädchen. Ein nettes. Ein nettes Dienstmädchen. Wir sind so unverschämt, Tantchen. Kommst du uns einmal nach Jahren besuchen und wir liegen so lange im Bett. Ihr hättet mir keine größere Freude bereiten können. Ich habe das Gefühl, als ob ich euch wieder verheiratet hätte. Naja, in einer gewissen Weise hast du sogar recht. Nein. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ich war auch einmal verheiratet. Ich weiß, wie das ist. Aber jetzt ist Schluss mit den getrennten Schlafzimmern. Mit den Mannequins, den Starlets, den Sekretärinnen und auch mit diesem Oscar. Ihr solltet wieder so happy sein wie früher. Und damit ich auch etwas davon habe, werde ich euch nach meiner Kur zu mir nach Los Angeles einladen. Nach Los Angeles? Yeah, für den ganzen Monat August. Es wird wonderful werden, nur wir drei. Welche drei? Na, du, Heinz und ich. Ihr scheint von der Idee nicht begeistert zu sein. Also, ich bin begeistert. Ja, ich auch, aber... Ah, überlegt es euch. Zieht euch jetzt an, ich werde dasselbe tun. Ja, wir dürfen dich den Zug nicht wieder versäumen lassen. Don't worry, be happy. Wenn ich mich verspäte, nehme ich den Abendzug. Das wird überhaupt das Beste sein. Ich werde den Lunch mit euch nehmen. Ich möchte mein Werk noch genießen. Come on, zieht euch an, ich bin gleich wieder hier. Ach ja... Sieh dich an, Heinz. Ja, was denn bitte sehr? Könntest du mir einen Pyjama von Oscar borgen? Oscar trägt Nachthemden. Und ich habe mir immer gedacht, ich brauche mir nur etwas ganz intensiv zu wünschen. Schon geht es in Erfüllung. Und jetzt scheitert es an einem bescheuerten Pyjama. Hast du dir die heutige Nacht auch intensiv gewünscht? Aber sicher doch. Ich bin das Daniela. Kommen Sie rein. Was haben Sie denn da? Ein Pyjama. Der ist von der Reinigung gekommen, da war die gnädige Frau schon geschieden. Und da habe ich mir halt gehalten zum Andenken. Sie sind eine Wucht. Jetzt würde ich nur noch irgendwelche Hausschuhe benötigen. Bitte sehr. Also Sie denken wirklich an alles, nicht wahr? Danke, gnädiger Herr. Na, was sagst du jetzt? Du bist ein richtiges Sonntagskind. Ja, genau. Aber jetzt beeil dich. Oscar kann jeden Moment auftauchen. Ich bitte dich, fang jetzt nicht an, von Oscar zu sprechen. Aber Heinz, ich bin verheiratet. Oscar ist mein Mann. Das ist sein Haus, sein Schlafzimmer, sein Bett und ich bin seine Frau. Ja, aber trotzdem. Aber das ist doch keine Überraschung für dich. Das hast du doch gestern schon gewusst. Ja, schon. Aber immerhin warst du mit Oscar hier 2 Jahre. Moment. Das sind 3 mal 18 mal bleibt 58. Du warst mit Oscar 735 Nächte in diesem Bett. Also, ich finde das unverschämt. Oh. Unverschämt? Bitte hol mir meinen Schlafmantel. Ja, bitte sehr.
Wie kannst du behaupten, dass das unverschämt ist? So, ganz langsam. Weil du einfach nicht wieder so früh heiraten hättest dürfen. Noch dazu einen Färber, einen Farbbuncher. Aber was soll ich denn machen? Ich kann ihn doch nicht einfach hinauswerfen. Tja, warum denn nicht? Tja, das weiß ich auch nicht. Ich muss nachdenken. Oskar ist doch den ganzen Tag in der Fabrik. Vielleicht könnten wir uns heimlich... Ha, und an mich denkst du nicht? An dich? Also ich denke, dass ich eher an Oskar denken sollte. Das ist wieder einmal typisch für euch Frauen. Immer denkt ihr zuerst an euren Mann. Für den sucht man einfach einen neuen Freund. Ja, wen denn? Ja, mich. Aha. Oder hast du noch niemals bemerkt, dass zu einer guten Ehe immer drei Personen gehören? Die Frau, der Mann und sein bester Freund. Gestern konnte mich Oskar noch nicht leiden. Morgen wieder sagen, er hat mir Unrecht getan. Und in 14 Tagen wird er uns wahrscheinlich gemeinsam an einen Spieltisch bitten und wir werden Karten spielen. Und im Winter wird es dann vorkommen, dass er sagt, wenn ich nach Hause gehe, ach, der arme Oskar, jetzt muss er in die kalte Luft. Du kennst Oskar nicht. So etwas würde er niemals sagen. Ob Oskar oder nicht Oskar, das wäre mein Leben, das Leben eines Liebhabers. Da wäre es mir schon lieber, der betrogene Ehemann zu sein. Na, vielleicht hast du recht. Du sprichst zwar nur von dir, dem Liebhaber, aber an mich, die Ehebrecherin, denkst du nicht. Ja, was denn dann, Lilian? Wir dürfen uns nicht wiedersehen. Lilian, das kannst du doch nicht verlangen von mir. Es muss aber sein. Und diese schöne Erinnerung dürfen wir niemals vergessen. Lilian, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, aber es geht nicht. Ich werde jetzt ins Badezimmer gehen und mein Bad nehmen. Und du wirst Daniela verständigen, damit sie Oskar Bescheid gibt. Dann werden wir die Tante zum Zug begleiten. Und wenn er abgefahren ist, werden wir uns schön brav voneinander verabschieden. Lilian, glaubst du wirklich, ich bin hierher gekommen, um dich wieder zu verlieren? Ich liebe dich, Lilian. Ich liebe dich auch, aber es ist zu spät. Also, so schnell kommst du mir dieses Mal nicht davon, liebe Lilian. Jetzt lassen Sie mich doch hinein. Was haben Sie denn? Ich? Nix, so, wie kommen Sie rein? Ich danke für Ihre liebenswürdige Erlaubnis. Jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus. Wieso sind Sie schon wieder da? Wieso? Wieso? Ja, weil doch. Ist meine Frau schon zurück? So, die war eh nicht fort. Hm? Die nimmt gerade ein Bad. Gut, wenn sie fertig ist, richte sie mir auch eines bitte. Aber schön heiß. Mittlerweile werde ich mich ein wenig hinlegen. Ich bin nämlich sehr müde. Aber Sie scheint das Ganze überhaupt nicht zu interessieren. Nein, überhaupt nicht. Eine freche Person. Also das war eine Nacht. Wenn ich auf diese Kakerlaken auftrete. Furchtbar. Und dieses Hotel. Ui. Keine Stunde habe ich ein Auge zugemacht. Blöde Schnürsäcke. Der Zug mit der Tante ist eben abgereist. Gott sei Dank. Aber ich verstehe nicht, warum Lilie sie nicht zur Bahn gebracht hat. Na, auch egal. Hauptsache ist, die ist endlich fort.
Sag einmal, Lil, hast du vielleicht... Die schon wieder? Was machen Sie hier? Sie ziehen sich aus? Ja, mir war ein wenig heiß geworden. Und da... Da haben Sie sich's bequem gemacht. Im Bedroom meiner Nichte. Und was ist das da? Das? Moment. Was? Das! Ja, das sind meine Schuhe. War Ihnen in den Füßen auch heiß? Nein. Ich habe die Schuhe in der Hand, weil ich sie ausgezogen habe. I see. Und das? What's that? Was? Was da so baumelt? Oh. Ich trage immer Hosenträger. Wie? Genug Hosenträger? Ich muss sagen, ich finde keine Worte. Möchten Sie mir nicht erklären, was Sie hier wollen in diesem lächerlich erotischen Aufzug? Erotisch? Figur sind. In diesem Aufzug werden Sie auf meine Nichte keinen Eindruck machen. Weder angezogen noch ausgezogen. Also ich versichere Ihnen, Sie dürfen nicht glauben. Und ich dachte, bei solch Intimfreundschaften wäre das nicht so genau. Sie scheinen ja einen schönen Begriff von Freundschaft zu haben. Ich will es noch entschuldigen, dass meine Nichte in einem flüchtigen Augenblick sich Ihnen gegenüber zu einer Unbesonnenheit hinreißen ließ. I understand it. In solchen Momenten will sich die anständigste Frau rächen. Und da ist dir der erstbeste Trottel gerade recht. Jetzt erlauben Sie einmal. Und es war ein Glück, dass gerade Sie da waren. So wird es keine weiteren Folgen geben. Also? Dazu kommt noch, dass die beiden die Dummheit machten, getrennte Schlafzimmer zu haben. Und Sie, als Heinz Freund, haben da eine ganz schmutzige Rolle gespielt. Ich? Ja, Sie. Zum Glück habe ich diesem unmöglichen Zustand ein Ende bereitet. Wieso? Ich habe den beiden erklärt, dass ein Zimmer reicht. Und die beiden? Die beiden waren ganz meiner Meinung. Wollen Sie etwa damit sagen, dass Herr Dr. Bertram heute Nacht hier geschlafen hat, bei Lilien? Yeah, genau das will ich sagen. Und dass die beiden? Yeah! Dass die beiden? Auf Heinz kann ich mich verlassen. Genauso wie einst bei meinem seligen Herrn Papa. Papa? Was geht es denn Ihren seligen Herrn Papa an, wenn Heinz heute Nacht bei seiner Frau geschlafen hat? Jetzt schweigen Sie! Seine Frau ist nicht mehr seine Frau, seitdem seine Frau meine Frau ist. Und wenn er mit seiner Frau, die nicht mehr seine Frau ist... Sie sind doch total crazy! Ja, crazy, verrückt, das stimmt. Lilien, Daniela, Herr Dr. Bertram. Ich möchte wissen, was der hat. Ich auch. Du bist schon da? Ja. Herr Doktor, Sie sind auch schon da. Was haben Sie gerufen? Sie ziehen mich aus. Was? Zuerst rufen Sie mir und dann schicken Sie mich wieder aus. Also. Was hat er denn? Lilien, ist es wahr, dass du heute Nacht... Du? Gestern waren Sie noch per Sie. Es ist also wahr. Herr Dr. Bertram, ist es wahr,
dass Sie heute Nacht mit meiner Frau... Lassen Sie mich erklären, Herr Doktor, bitte. Sie, Herr Doktor? Geistermann Sie noch per Du? Ja. Gestatten Sie, liebe Tante? Nein, lass mich erklären, liebe Tante. Ruhe! Was habt ihr denn alle drei? Lasst mich es ihr sagen. Nein, ich sage es. Ich spiele nicht mehr mit bei diesem blöden Spiel. Du bist nicht seine Tante, du... Meine Tante, du bist seine Tante. Wieso? Weil er deine Nichte geheiratet hat und deshalb dein Neffe ist. Schon seit 1,5 Jahren, Tante. Seit exakt 18 Monaten, 3 Wochen und seit 4 Tagen. Oh mein Gott, das gibt es nicht. Entweder habt ihr den Verstand verloren oder ich. Das Mädchen, ruft mir das Mädchen. Daniela, bin schon da und ich hab alles gehört. Entzückend von Ihnen. Schauen Sie mir in die Augen. Who is hier der Mann meiner Nichte? Who is was? Wer ist hier der Mann meiner Nichte? Alle zwei. Was? Ja, die gnädige Frau hat zwei Männer. Im Früheren und in jetzt. Also eine Ausdrucksweise haben Sie. Aber ich sag die Wahrheit. Man ist auch nicht verstehen. Der Frühere, der Jetzige. Bist du Bigamistin? Aber nein, Tante. Meine Frau ist seit 3 Jahren geschieden. So. Ihr habt euch also seit 3 Jahren über mich lustig gemacht. Und nicht nur das. Ihr habt euch seit gestern Abend ununterbrochen zum Namen gehalten. Listen, ich lasse mich hier nie wieder anschauen. Tante, bitte bleibt doch da. Ihr habt mich heute das letzte Mal gesehen. Geh nicht, Tante, bitte. Fahr nicht weg. Nicht so. Ich werde dir alles erklären, aber nicht jetzt. Später. Ich bin momentan nicht in der Lage, dass... Lilian, bleib da! Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Wieso ich? Nur durch Ihre Schuld ist das alles entstanden. Warum sind Sie nicht eine Stunde später nach Hause gekommen? Da hört sich alles auf. Also, ich werde betrogen und mich schreibt man an. Aber jetzt werde ich dein ganzes Ende bereiten. Ich lasse mich scheiden. Oh, bravo! Dann können die beiden wieder heiraten. So einfach mache ich es ihnen nicht. Ich lasse mich nur unter der Bedingung scheiden, dass Lilian niemals wieder heiratet. Denn sie wird mich nicht lächerlich machen. Spucken Sie doch nicht so große Töne! Wer ist denn bei jedem Ehebruch der Lächerliche? Der Betrogene. Correct. Aber in Ihrem Fall, wer ist der Lächerliche? Der Mann, die Frau oder der Liebhaber? Der Mann. Und wer ist der Mann? Ich? Yes, Sie! Sie haben sie zur Sünde verführt. Sie sind ein Don Juan. Also das verstehe ich jetzt nicht. Das glaube ich Ihnen sogar. Aber ist es nicht besser, ein Don Juan zu sein, als ein... Scharf erraten. Umso mehr, als ein Don Juan immer von einer Art Glorienschein umgeben ist. Wieso? Sie werden schon sehen. Wofür entscheiden Sie sich? Für Glorienschein oder für Hörner? Also da gibt es nicht viel zu überlegen. Ich gratuliere. Sie sind ein Mann. Weltmännisch, großzügig, mit Weitblick. Sie sehe ich noch an der Top eines großen Unternehmens, mit tausenden Arbeitern. Tja, arbeite nicht, Maschine. Whatever, das verstehen Sie besser. Aber sagen Sie, wollen Sie mich nicht als Kompagnon?
Sie? Ja! Ist das Ihr Ernst? Ja! Mit tausend Freuden, Tante! Was ist denn da los? Oskar und ich sind soeben Geschäftspartner geworden. Übrigens, er geht heim zu seiner Mami. Was, wirklich? Und in einem halben Jahr seid ihr beide wieder verheiratet und könnt mir endlich einen kleinen Neffen schenken. Ich habe das Essen serviert. Aiho, diesmal sehe ich fröhlichere Gesichter und bekomme mehr zu essen als Kartoffelpüree. Bin ich auch eingeladen? Why not? Wir sind doch jetzt eine Familie. Was? Hat die gnädige Frau jetzt zwei Männer? No, my dear. Von heute an gibt es nur noch einen. Den ersten. Echt? Ja. Wirklich? Dafür kriegen Sie jetzt ein Busserl. Sehen Sie? Glory and shine. Also bitte sehr, jetzt muss ich auch jemand küssen. Und zwar dich, liebe Tante. Oh, oh, da könnte ich ja noch richtig eifersüchtig werden. Ach was, probiert, getestet, kein Vergleich. Einen Bruder. Onkel Oskar wird Taufpate und Tante Irene, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es doch allen weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.